Eine Epoche der Geschichte neigt sich ihrem Ende zu. Ein Kameramann dreht Bilder von Ereignissen, die nach 6 langen Kriegsjahren schon am nächsten Tag der Vergangenheit angehören werden. Es ist der Abend, an dem Nazi-Deutschland in sich zusammenbricht. Aufnahmen vom Dritten Reich. Die filmischen Erinnerungen an diese Epoche waren meistens in Schwarz-Weiß gedreht. Aber in Filmarchiven und privaten Sammlungen haben auch andere Filme überlebt, in Farbe. Es wurde am Strand der Normandie gedreht und auch bei zivilen Anlässen. Die Aufnahmen dokumentieren die militärische Härte der deutschen Armee während des Krieges und das Elend des Warschauer Ghettos. Diese Bilder von Hitlers kriminellen Grausamkeiten sind von beängstigender Realität. Der 3. Oktober 1937. Der erste Propagandafarbfilm zeigte Aufnahmen vom Erntedankfest am 3. Oktober 1937 in Bückeburg bei Hameln. Ein Kamerateam des Propagandaministeriums war mit dem Auftrag angereist, das Volksfest für das Kino zu dokumentieren. Das Volk war gekommen, um den Führer mit Heil Hitler zu begrüßen. In seiner Rede zu den Bewohnern der Gegend sagte Hitler: Solange das deutsche Volk einem einzelnen Willen sich unterordnet, solange werden alle Probleme zu lösen sein. Die Einwohner von Edderitz feierten das Erntedankfest am gleichen Tag. Der kleine Ort in Sachsen-Anhalt hatte sich für diese Veranstaltung herausgeputzt. Man erschien in Trachtenkleidung und mit den Symbolen zum Festtag. Die Aufnahmen von dieser Veranstaltung wurden vom Institut für Volkheitskunde von Rasseforschern aus Halle in Auftrag gegeben. Das Wesen des deutschen Volkes sollte ergründet werden. Und dazu wurde die neue Farbfilmtechnik genutzt, die erst seit einiger Zeit verfügbar war. Das Erntedankfest ist eine Verneigung vor Gottes Gaben, schrieb ein kleines Mädchen in einem Aufsatz über die Veranstaltung. Und es ist auch ein Ausdruck der Dankbarkeit an den Führer des Reichs, der einen neuen Sinn in unser Dasein brachte. Hitlers Geliebte, Eva Braun, war eine begeisterte Filmamateurin. Auch sie hatte ihre Vorliebe für den Farbfilm entdeckt. Ihre Aufnahmen von der heilen bürgerlichen Welt sollten nach dem Krieg vernichtet werden, aber sie gelangten im Oktober 1945 in die Hände des amerikanischen Geheimdienstes. Und so haben die wahrscheinlich einzigen Aufnahmen, die Hitler privat zeigen, ihren Weg in die Washingtoner Archive gefunden. ...1937 verbrachte Marlene Dietrich ihren Urlaub in Österreich, nicht weit entfernt vom Obersalzberg. Sie ist in Begleitung von Douglas Fairbanks Jr., einem Kollegen aus Hollywood. Die Aufnahmen entstanden mit einer kleinen Farbfilmkamera. Ihre Tochter Maria und ihr zukünftiger Ehemann Rudi Sieber sind auch dabei. In Venedig trifft Marlene Dietrich ihren Förderer Josef von Sternberg. Sie ist glücklich, obwohl in Hollywood nicht alles nach ihren Vorstellungen abgelaufen ist. Venedig sollte nur in der Abenddämmerung zu sehen sein, schrieb sie ihrer Tochter. Wir trinken Dom Pérignon,
spazieren über die kleinen Brücken und hören dem Gesang der Gondoliere zu. Erst nach dem Fall des Dritten Reichs wird sie wieder in ihre Heimatstadt Berlin zurückkehren. Der Star hatte Filmangebote der Nazis kategorisch abgelehnt. 27. September 1937. Benito Mussolini, der faschistische Führer Italiens, stattet der Hauptstadt des Reiches einen Besuch ab. Vor dem Berliner Institut für Technologie demonstriert Hitler dem Duce die Tradition des deutschen Militärs und den Fortschritt der Wehrmacht. Auf der Ehrenplattform steht auch der Pilot des Führers, Hans Baur, und filmt die Militärparade. Nach dem Krieg wurde angenommen, dass diese einmaligen Dokumente, die Hitlers Leben begleiteten, nicht mehr aufzufinden wären. Aber erst vor kurzem wurden sie bei einem ehemaligen US-Soldaten aus Tennessee gefunden. Die Parade mit allen militärischen Geräten dauerte 3 Stunden. Mussolini ist von dem Stechschritt der deutschen Soldaten so begeistert, dass er selbigen auch nach seiner Rückkehr in Italien einführt. Das Dritte Reich trägt sein Selbstbewusstsein auch über die eigenen Grenzen hinaus. Bei der Weltausstellung in Paris platzieren die Deutschen ihre Ausstellungsgebäude direkt am Eiffelturm, genau gegenüber den Russen, die dort ihre Halle gebaut hatten. Was die Größe anging, konnte die russische Ausstellungsfläche nicht mit der deutschen konkurrieren. Hitler beauftragte seinen neuen Günstling, Albert Speer, mit dem Entwurf des deutschen Pavillons. In Berlin und auf dem Obersalzberg grübelten sie nächtelang über den Zeichnungen. Hitler, der eigentlich Architekt werden wollte, sah in Speer den idealen Partner für seine Pläne. Speer gehörte schon eine ganze Weile zum engeren Kreis um den Diktator. Er befand sich auch in einem freundschaftlichen Verhältnis zu Eva Braun, die diese Aufnahmen im Jahr 1938 machte. Zu dieser Zeit verbreitete sich der Farbfilm immer mehr unter den deutschen Filmamateuren, und das waren nicht immer nur Prominente. In Quedlinburg filmt ein SS-Mann seinen ersten Kommandeur. Heinrich Himmler besucht die Kathedrale der Stadt. In den Jahren 1938 bis 1940 erfolgte die Wiederherstellung des romanischen Chors im Inneren. In dieser Zeit von 1938 bis 1945 war die Kirche durch die SS unter dem Reichsführer SS Heinrich Himmler besetzt und kein Gotteshaus, sondern eine Weihestätte der SS. Die Nazis verdrehten die Geschichte für die eigenen Ziele. Zum 700. Geburtstag von Iserlohn zeigten die Wagen Szenen des Mittelalters, gefolgt von den Propagandazügen des Dritten Reiches. Die Botschaft war, dass die Demokratie, die Weimarer Republik und die Verträge von Versailles an Bedeutung verloren hatten. Die Nazi-Delegationen begleiteten den Festumzug.
Die Deutschen passten ihr Leben an das neue Regime an. Die überwältigende Mehrheit steht hinter ihrem Führer. Szenen aus Friedeberg an der Saale. Wieder gefilmt von den Rasseforschern aus Halle. Unbeliebte Elemente der Gesellschaft wurden eliminiert und die Nation hatte sich nicht daran gestört. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 fanden die rassenfeindlichen Methoden der Nazis auch ihren Weg nach Wien. Ein amerikanischer Journalist, der Europa besuchte, dokumentierte den um sich greifenden Rassenhass mit seiner Kamera. Hans Baur flog seinen Chef zu einem Staatsbesuch nach Italien. Er band seine Eindrücke auf Film und nennt den kurzen Streifen »Wunderschönes Italien«. 6 Monate später wird der Film dem deutschen Publikum vorgestellt. Der Gastgeber ist König Vittorio Emanuele III., der seine Stärke gegenüber Mussolini demonstriert. In Wahrheit hat er die Macht längst an ihn verloren. Hitler übergeht gelangweilt das Begrüßungszeremoniell und lässt den König sein Desinteresse an seiner Person spüren. Am 8. Mai präsentieren die Italiener unter der Leitung von Mussolini eine Luftwaffenübung für den deutschen Gast, aber der Duce verliert gegenüber den Besuchern einiges Ansehen. Hitler und seine Gefolgschaft zeigen sich ob des Dargebotenen nicht besonders beeindruckt. Wie auch immer, lediglich die Demonstration der Marine beeindruckte die deutsche Gesandtschaft, wie Hans Baur zu berichten wusste. Nicht immer war die deutsche Nazi-Elite das Ziel der Kameras. Es wurden auch Aufnahmen von Kinderfesten gemacht, wie hier bei einem Blumenfest im thüringischen Badra. Ende Juli 1938 arrangierte der Stadtkanzler Christian Weber eine bizarre Veranstaltung im Nymphenburger Park. Aus Anlass der Eröffnung des Pferderennens in München-Riem wurde eine Nacht der Amazonen inszeniert. Seit seinem Besuch der Weltausstellung in Paris hatte der Nazi-Anhänger Weber das Bedürfnis zu beweisen, dass die deutschen Frauen viel hübscher als die französischen waren.
Und so drehten Diana, die Göttin der Jagd, und ihre Dienerschaft nur leicht bekleidet im Park ihre Runden. Für Nazi-Verhältnisse war diese Darbietung eigentlich zu freizügig. Im Sommer 1938 filmten die Rassekundler aus Halle ein Zigeunerfest in Sachsen-Anhalt. Das Fest fand in guter Tradition schon seit 1900 statt. Obwohl Sinti und Roma in Deutschland seit einiger Zeit unerwünscht waren, wurden diese Aufnahmen gemacht. In schauspielerischen Darbietungen wurden Szenen aus einer früheren Zeit dargestellt und vom Publikum, in der Mehrheit Sinti und Roma, gefeiert. Auch der Reichsparteitag in Nürnberg im September 1938 wurde auf 16mm Farbfilm festgehalten. Der Film aus der Produktion der GAU-Filmstelle Halle-Merseburg ist bis heute im Besitz des Berliner Bundesfilmarchivs. Die Kameramänner Erich Wiesleder und Paul Filz besuchten den Nazi-Kongress im September 1938, um die Teilnahme ihres Heimatkreises zu dokumentieren. Für diesen Anlass wurde es erlaubt, in 16mm Farbe zu drehen. Die Begrüßung des Gauleiters. Er überprüft, ob sich seine Leute für die Präsentation vor dem Führer vorbereitet haben. Auf dem Obersalzberg präsentiert Eva Braun ihren Liebhaber in der Pose des mächtigen, selbstbewussten Politikers. Im September 1938 beschließt Hitler, das Sudetenland wieder heim ins Reich zu bringen. Wenn notwendig, wurde auch eine militärische Operation gegen die Tschechoslowakei in Erwägung gezogen. Die Operation Grün wurde jedoch abgesagt, nachdem in München im September ein Abkommen zur friedlichen Einigung unterzeichnet wurde. Im Oktober rückt die deutsche Armee trotz des Münchner Abkommens in das Sudetenland ein. Der Offizier Harald von Vietinghoff ist mit seiner Farbkamera vor Ort, als die deutsche Armee in Trazzal einmarschiert. Drei Generäle, unter ihnen Walter von Reichenau, begutachten die Parade im Zentrum des Ortes. Der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Hitlers Architekt Albert Speer wurde zusammen mit anderen Vertrauten des Führers beim Skifahren und Bergsteigen in den Alpen gefilmt. Die unheimliche Idylle des Dritten Reiches auf 16mm Film.
Die Kinder von Speer, Hilde und Albert Junior suchen zusammen mit der Familie Bohrmann Ostereier. Eva Braun hatte diese Szenen für ihr persönliches Archiv zusammengestellt. Auf der Terrasse ist Hitler zusammen mit alten Kameraden zu sehen. Sein Sekretär, Martin Bohrmann, ist nicht davon begeistert, gefilmt zu werden. Das teure Farbfilmmaterial wurde in Deutschland meistens zum Aufnehmen von Festlichkeiten und Paraden benutzt. Dieser Film zeigt das alljährlich stattfindende Schützenfest in Bielefeld. Der Ausmarsch fand unter der Flagge des Hakenkreuzes und unter Begleitung von lokalen SA-Einheiten statt, die dem Umzug folgten. Auf dem Johannisberg posiert der ehrenwerte Schützenkönig mit seiner Königin und der Eskorte. Seit 1933 ist der Verein den Regeln des neuen Regimes unterzogen und so werden auch hier die Rituale des Nationalsozialismus vollzogen, unter anderem der Hitlergruß. Ein Jahrmarkt in Eisleben. Die Menschen genießen dieses friedliche Ereignis im Frühjahr 1939. Es sind die letzten Wochen des Friedens, bevor Deutschland in den Krieg zieht. Der 12. März 1939 in der Kavallerieschule in Hannover. An diesem Tag führen die Offiziere ihre Fähigkeiten auf den Rücken der Pferde vor. Schon bald sollten die Männer ihr Können im Ernstfall unter Beweis stellen müssen. Nur 3 Tage nach dieser Veranstaltung wird Hitler den sogenannten tschechischen Rumpfstaat mit einem Überraschungsangriff besetzen. Das Naziregime ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Durch die Besetzung von Prag wird der Bevölkerung die Stärke des Regimes vorgeführt. Und parallel läuft die Propagandamaschine auf Hochtouren. In Berlin, unter den Linden, wird unter der Hakenkreuzfahne der 1. Mai gefeiert. Wir stehen im Guten sowie im Bösen zusammen. Das ist es, was Hitler in seiner heutigen Rede sagen wird. Eva Braun filmt den Hamburger Hafen. Sie ist mit einer Gruppe von Freunden hergekommen, um eine Reise in den Norden anzutreten. Die großen Schiffe der Bewegung Kraft durch Freude ankern am Pier. Die kleine Gruppe vom alpinen Berghof wird mit der Milwaukee nach Norwegen reisen. Nur der engste Kreis weiß von der Beziehung von Eva Braun und Hitler.
Sie reist mit ihrer Schwester und ihrer Mutter und scheint froh zu sein, einmal ihrer zugedachten Rolle zu entfliehen. Auf der Reise tauscht sie ihr Dirndl zugunsten modernerer Garderobe aus. Ein deutscher Schäferhund ist an ihrer Seite. Praktisch zur gleichen Zeit verbringt Marlene Dietrich den Sommer in Südfrankreich. Der Mann in ihrem Leben ist der Schriftsteller Erich Maria Remarque. Aber auch der 22-jährige John F. Kennedy erhält die Aufmerksamkeit der Diva. Marlene ist seit einigen Wochen amerikanische Staatsbürgerin. Sie schlägt Hitlers Angebot, zurück nach Berlin zu kommen, einfach aus und ist damit eine von den Immigranten, die einen negativen Stempel von der Nazi-Propaganda aufgedrückt bekommen. Der 16. Juli 1939. München richtet den Tag der deutschen Kunst aus. Er wird als ein Festival des Friedens propagiert. Mitglieder eines Amateurvereins machen an wichtigen Punkten der Veranstaltung Aufnahmen. Der erste Akt der Zeremonie ist der Besuch der Grabstätte des Architekten Ludwig Trost. Der Professor war von Hitler ausgewählt worden, das Haus der Kunst in München zu entwerfen, bevor er starb. Die Zeremonie fand um 11 Uhr statt. Für die Amateurfilmer bedeutete die Ankunft der Nazi-Prominenz den Höhepunkt des Tages. Deshalb wurde das Ereignis auch mit 3 Kameras gedreht. Die Architektenwitwe zeigte Hitler und seinen Gästen die neuesten Meisterwerke von deutschen Künstlern. Am Nachmittag nahm alles, was Rang und Namen hatte, einen Platz auf der Ehrentribüne ein, um die 3-stündige Parade zum Thema 2000 Jahre deutsche Geschichte anzusehen. Nicht nur Deutschlands Zukunft, sondern auch die Vergangenheit bekam den nationalsozialistischen Stempel aufgedrückt. Geschichte in einer verklärten Vision. Ein amerikanischer Besucher berichtete von dem unverkennbaren Zeugnis, das Hitlers Größenwahn und Herrschsucht unverhohlen darstellte. Und das erste Opfer war schon lange ausgesucht. Polen. Der englische Veterinär Reginald Maitland filmt seine Reise nach Danzig. Seit 1919 ist die Stadt unter der Kontrolle des Völkerbundes. Aber ein Großteil der Bevölkerung vermittelt dem Besucher aus England, wieder ein Teil von Deutschland sein zu wollen. Im August 1939 filmt Eva Braun auf der Terrasse des Berghofs. Hitler wartet auf die Ankunft des italienischen Außenministers. Bei offiziellen Anlässen musste sich die Geliebte des Führers in ihre Räume zurückziehen, aber sie drehte heimlich ein paar Aufnahmen von der Ankunft des hochrangigen Gastes. Galeazzo und sein Anhang diskutierten die Polenkrise und Hitler erklärte seinen Gästen, dass keine Zeit mehr zu verlieren sei.
Heinrich Himmler kam zusammen mit Reinhard Heydrich und Karl Wolff auf den Obersalzberg. Heydrich wird der Befehlshaber über die Tschechen und Wolff wird später Italien regieren. Das Kampfgeschwader 54 der deutschen Luftwaffe bereitet sich auf den Fall Weiß vor. Die Messerschmitt-Piloten auf einem Trainingsflug. Es sollten die letzten Testflüge vor dem Einsatz sein. Auf dem Boden werden die Maschinen noch einmal gewartet. Die Piloten geben sich letzte Tipps für den Kampfeinsatz. Am 1. September fliegen fast 1000 deutsche Flugzeuge in den polnischen Luftraum, um die deutschen Bodentruppen taktisch zu unterstützen. Zwei Wochen später greift die Rote Armee Polen von Osten an. Am 6. Oktober geben die letzten polnischen Verbände auf. Deutsche und Russen teilen sich die Beute. Leutnant Edgar Forsberg begleitet den Einmarsch der Deutschen mit seiner Kamera, wie diese Bilder aus Krakau beweisen. Forsberg reist bis an die tschechische Grenze, wo er Aufnahmen vom Landleben jener Tage machte. Jahrhunderte lebten hier Juden friedlich mit Polen und Russen zusammen. Etwa 800.000 bewohnten die Gegend an der Grenze zur Ukraine und viele von ihnen boten ihre Waren und Lebensmittel auf den Märkten an. Nach dem Einmarsch wurden die Juden von den Deutschen gezwungen, die Schäden des Krieges zu beseitigen. Edgar Forsbergs Filmmaterial erlaubt einen einzigartigen Einblick in die Situation der Juden in Polen. Fast 10% der polnischen Bevölkerung waren jüdisch. Zuerst vertrieben die Deutschen die Juden aus den Städten und Provinzen, die früher einmal zu Deutschland gehörten. Die 257. Infanteriedivision wird aus dem besetzten Polen an die Saar verlegt. Eine Zugfahrt durch das Tal der Nahe. Musik.
Seit Frankreich dem Dritten Reich den Krieg erklärt hatte, wurden die Grenzanlagen vehement verstärkt. Alle Straßen- und Schienenverbindungen wurden geschlossen. Brücken wurden gesprengt. Monatelang war alles ruhig an der Westfront. Nur Soldaten waren anwesend. Die Häuser um das Grenzgebiet waren evakuiert worden. Dies sind Szenen aus Niedergarlbach im Saarland. Drôle de guerre, der komische Krieg, wird diese Periode genannt. Leutnant Forsberg macht eindrucksvolle Aufnahmen. In diesem Ort hat die französische Artillerie Häuser in Brand gesteckt. Ein Vorgeschmack auf die Flammen des Krieges, die in den nächsten Jahren kommen werden. Deutsche hatten eine Gruppe französischer Soldaten gefangen genommen. Zuerst wurden sie mit Nahrung versorgt und später auf einem Bauernhof festgehalten. Die Phase zwischen Frieden und Krieg dauerte 8 Monate. Die Truppen hielten sich in Bereitschaft mit Übungen. Auf dem Berghof begrüßt Hitler seine Besucher. Seit der Eroberung von Polen trägt der Führer eine feldgraue Militäruniform. Nur selten hatte er Zeit für Eva und ihre Freundinnen. Im Oktober wollte er Frankreich angreifen, aber aufgrund schlechter Wetterverhältnisse in Polen wurde der Feldzug verschoben. Der Blitzkrieg begann am 10. Mai. Der Fall Gelb. Die deutsche Armee kämpft sich durch die neutralen Länder Holland und Belgien und erreicht Frankreich. Aufnahmen von Harald Fittinghoff Reisch, der den Vormarsch dokumentierte. Französische und belgische Truppen wurden massenhaft gefangen genommen. Französische Flüchtlinge. Sie wurden von der eigenen Regierung aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Mit der Entwicklung von 8mm Farbfilmkameras wurden Aufnahmen immer zahlreicher. Einige Soldaten hatten diese kompakten Geräte auf ihren Einsätzen dabei und dokumentierten ihre Eindrücke.
Ein Panzer IV, einer der am meisten gebauten Panzer der deutschen Armee während des Zweiten Weltkrieges. Als die deutschen Frontdivisionen durch die vorderen Linien der Franzosen brachen, ging es sehr schnell voran, wie hier am 14. Mai. Und doch gab es auf beiden Seiten Verluste. Der Pilot Hans Bauer filmte die Überreste eines feindlichen Bombers. Luftwaffengeneräle gaben sich erfreut über den Erfolg der eigenen Seite. Unter ihnen Hermann Görings Vertreter, General Erhard Milch. Die französische und britische Verteidigung brach nach ein paar Wochen zusammen. Seit dem Beginn der Westoffensive hielt sich Hitler in seinem Hauptquartier in den Bergen der Eifel auf. Bauer flog ihn von seinem Bergnest an die Front. Auf dem Flugplatz von Odendorf in der Nähe von Euskirchen konferiert er mit Hermann Göring und den Obersten des Kriegskommandos. Der 2. Juni 1940. Dieser Flugplatz in Nordfrankreich ist geprägt von hektischen Aktivitäten. Schwer verwundete deutsche Soldaten werden eingeflogen. Ihre Verletzungen resultieren aus der Teilnahme an einer speziellen Operation. Ankunft von Adolf Hitler in seiner Mercedes-Limousine. Hitler, der im Ersten Weltkrieg selbst schwer verletzt wurde, begrüßt die verwundeten Soldaten. Die Elite des deutschen Militärs beim Mittagessen. Für diese Herren wurde natürlich etwas anderes gekocht als für die normalen Soldaten. Man genoss ein vegetarisches Gericht. Die Verehrung für den Führer ist ungebrochen, als Hitler einen Flugplatz im Norden Frankreichs besucht und sich mit dem Fliegerass Werner Mölders unterhält. Mit Ausnahme der Filme von Eva Braun waren die Aufnahmen von Hans Bauer die einzigen, die Hitler ungeschnitten zeigen. Zwei Tage später, am 4. Juni 1940. Deutsche Truppen besetzen den Hafen von Dünkirchen. Sie hinterlassen Bilder der Zerstörung. 400.000 britische und französische Soldaten sitzen hier in der Falle. Musik
Aber die Deutschen konnten den entscheidenden Schlag nicht vollziehen. Die Alliierten brachten es fertig, 350.000 Männer zu evakuieren. Sie wurden in Booten unter schwerem deutschen Beschuss in Richtung England transportiert und ließen ihre Ausrüstung zurück. Nicht vor 1944 sollten die Alliierten hierher zurückkehren, um Rache für dieses Blutbad zu nehmen. Deutsche Einheiten auf dem Weg in den Süden Frankreichs, wo sie nach und nach den Widerstand der Franzosen brechen. Am 13. Juni erklärt die französische Regierung Paris zu einer verlorenen Stadt. Am nächsten Tag marschieren die Deutschen in die Hauptstadt ein. Ein Flugzeug landet und bringt Offiziere in die Stadt, um den militärischen Triumphzug für die Deutschen vorzubereiten. Major Rix filmte die Situation in Paris in den ersten Stunden der Besetzung. Diese Aufnahmen waren bis heute unveröffentlicht und zeigen den Stolz der Besatzer und die Trauer der Besiegten. Der 23. Juni 1940. In den ersten Stunden der Morgendämmerung besucht Adolf Hitler das besetzte Paris. Hans Baur filmt dieses historische Ereignis für seine Privatsammlung einen Tag, bevor Frankreich kapituliert. Ein Spaziergang auf die Aussichtsplattform des Trocadero. Albert Speer berichtete, dass Hitler ihm gesagt haben soll, wenn wir Berlin einmal fertiggestellt haben, wird Paris nur ein Schatten sein. Das Pantheon ist nach dem Sarkophag von Napoleon das nächste Ziel. Hitler ist enttäuscht von Paris. Er hält die alten italienischen Städte mit ihren historischen Zeugnissen für viel interessanter. Berlin im Sommer 1940. Nach den erfolgreichen Blitzkriegen gegen Polen, Norwegen und den Niederlanden und Frankreich ist es in Berlin sehr ruhig. Eine politisch und militärisch absolut ruhige Zeit, schreibt Propagandaminister Goebbels in sein Tagebuch am 16. Juli. Der Krieg ist weit entfernt und die Berliner gehen schwimmen oder nehmen ein Sonnenbad am Wannsee. Die meisten Deutschen waren sich sicher, dass England nach der Kapitulation Frankreichs um Frieden bitten wird und der Krieg damit beendet sei. Anfang Juli 1940.
Adolf Hitler kehrt in seine Hauptstadt als der mächtigste Kriegsherr zurück. Der Führer fährt über Blumen, schreibt Josef Goebbels enthusiastisch. Mein Heimatland, mein Heimatland. In Freiburg bereitet sich ein Arbeitstrupp auf eine Reise vor. Das Ziel ist das besetzte Polen. Diese Aufnahmen wurden von einem jungen Mann gemacht, der damals 20 Jahre alt war. Diese einzigartigen Aufnahmen überlebten die Tumulte des Krieges, versteckt in einem Wald in der Nähe von Leipzig. In Kazimieras filmte der Kameramann das jüdische Ghetto. Schon vor dem Krieg lebten die meisten Juden in Baracken vor den Städten. Die jungen Männer der Arbeitsgruppe beziehen Quartier in einer Schule in der Nähe der Stadt. Das erste Projekt ist die Vergrößerung des Geländes. Die Juden werden als zusätzliche Arbeitskräfte herangezogen. Seit Oktober 1939 wurden die Juden von ihren Besatzern dazu abkommandiert, Sklavenarbeit zu verrichten. Während der Fahrt nach Warschau wurden Aufnahmen von jüdischen Zwangsarbeitern gemacht, die Straßenarbeiten durchführten. Als man die Hauptstadt Polens besuchte, dokumentierte die Kamera die Beschädigungen durch die Bombardierungen. Während des Einmarsches der Deutschen in Polen wurden über 10.000 Zivilisten durch Bomben und Artilleriefeuer getötet. Körperliche Betätigung war Pflicht für die deutsche Jugend. Szenen von einem Sommerlager der Leipziger Hitlerjugend im österreichischen Villach. Zäh wie Leder, flink wie Windhunde und hart wie Kruppstahl. So bezeichnete Hitler die junge Generation. Die Kinder von Propagandaminister Goebbels posierten für die UFA-Kameras. Jedes Jahr schenkten Helga, Hilde, Helmut, Holde und Heide ihrem vielbeschäftigten Vater einen Film zum Geburtstag. Dieses Jahr sogar in Farbe. Magda Goebbels zeigte ihre Familie gern als soziales Vorbild. Aber Josef Goebbels wurden einige Affären nachgesagt. Hitler war darüber so verärgert, dass er ihm eines Tages den Ministerposten entziehen wollte. Mein Vater ist mein bester Kamerad, singen die Goebbels-Kinder, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Die Eltern werden ihre Kinder am Ende des Krieges vergiften und mit sich in den Tod nehmen. Magda Goebbels entschuldigte ihr Verhalten mit den Worten: Ein Leben nach dem Nationalsozialismus ist nicht mehr lebenswert. Sommer 1940. Hitler ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Viele Länder haben vor dem größten Kriegsherrn aller Zeiten kapituliert. Nur England bleibt standhaft und lässt sich nicht beeindrucken. Seit Mai ist ein neuer Premierminister in London im Amt, Winston Churchill. Er erklärt: Wir werden uns niemals von Hitler oder irgendjemand anderen aus seiner Bande überwältigen lassen.
Strategisches Bombardement auf beiden Seiten entwickelte sich im Mai. Ab August 1940 bombardierte die deutsche Luftwaffe Englands Städte immer und immer wieder. Mit ihrer kleinen Filmkamera drehte die Filmamateurin Rosie Newman die schrecklichen Auswirkungen der Angriffe. Die hohen Verluste von Flugzeugen auf beiden Seiten ließen die Briten und die Deutschen zu Angriffen bei Nacht übergehen. Monatelang ist London das Ziel der deutschen Angriffe. Hitler will sich für die ersten Luftangriffe auf Berlin revanchieren. Zerbrochene Fenster wurden von den Einwohnern Londons Blitzfenster genannt. Großbritannien will unter allen Umständen eine Invasion der Deutschen verhindern und bereitet sich intensiv auf Auseinandersetzungen vor. Diese Aufnahmen sind Zeugnisse der Wehrübungen der britischen Soldaten. Besonders die Tarnung war ein wichtiges Thema für die Soldaten von der Insel. Um deutsche Schiffe an der Landung zu hindern, wurden spezielle Feuerwerfer an den Küsten installiert. Monatelang hatten die Briten experimentiert, um die richtige Mischung aus Öl und Benzin herzustellen. Winter 1940. Unser junger Kameramann erhält eine Ausbildung zum Funker. Wann immer er Zeit hat, filmt er das Basistraining der Soldaten. In den nächsten Monaten werden sie auch nichts anderes zu tun haben, weil Hitler die Pläne der Invasion Englands heimlich aufgegeben hatte. Am 10. Januar 1941 wurden die Vorbereitungen beendet, weil der Führer ein neues Ziel gewählt hatte. Am 18. Dezember 1940 gab er den Befehl, Angriffspläne gegen die Sowjetunion auszuarbeiten, um Mitte Mai eine Offensive zu starten. Der 20. Januar 1941. Präsident Roosevelt wurde vereidigt und tritt als erster Präsident der Vereinigten Staaten zum dritten Mal sein Amt an. Während des Wahlkampfes versprach er, dass die Söhne Amerikas nicht in den Krieg ziehen würden. Aber nachdem er wiedergewählt wurde, änderte er seinen politischen Kurs. Sklaverei und Kriegsverbrechen bedrohen die freie Welt, aber Amerika wird sich nicht davon einschüchtern lassen. Einige Amerikaner haben eine andere Meinung. Einige haben sogar ihr Idol in Adolf Hitler gefunden. Die Mitglieder des Deutsch-Amerikanischen Bundes treffen sich jedes Jahr in den Wäldern von New Jersey. Das Lager hat den Namen Camp Bergwald. Deutsche und Amerikaner haben hier eine Begegnungsstätte gegründet. Diese Aktivitäten waren der deutschen Regierung nicht besonders angenehm. Man hatte die Befürchtung, die amerikanische Öffentlichkeit zu beleidigen. Am Strand von Santa Monica filmt der Komponist Friedrich Holländer einige Privatszenen mit dem Regisseur Ernst Lubitsch. Diese beiden Männer waren einige der wenigen, die in Hollywood Erfolg hatten.
einem der letzten Passagierschiffe aus Europa, bevor der Krieg begann. Bei den Aufnahmen herrschte eine gute Stimmung und er schrieb in seinen Memoiren, man könne sich nur schwer vorstellen, dass in Europa Krieg ist. Man kann mit seismografischer Klarheit erkennen, dass die Leute lernen, mit den täglichen Schwierigkeiten umzugehen. US-Präsident Roosevelt kann noch nicht in den Krieg ziehen, aber er hilft den Briten so gut er kann. Szenen aus der kanadischen Provinz Nova Scotia, Neuschottland. In Halifax werden tonnenweise Waffen verschifft. Amerikanische Konvois schützen die Transportschiffe vor deutschen U-Booten. Mehr als 1 Million Kanadier kämpften auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Es gelang den deutschen U-Booten, viele Transportschiffe zu beschädigen. Im Navy-Jargon wird es Tonnage genannt. Die britische Marine schlägt zurück. Szenen von Überlebenden des gesunkenen Schlachtschiffes Bismarck, die in Halifax ankommen. Am 6. April 1941 marschiert die deutsche Armee in Jugoslawien ein und erobert das Land innerhalb von 11 Tagen. Gottfried Kessel, ein Kriegsberichterstatter des Berliner Wachregiments Großdeutschland, filmt serbische Kriegsgefangene in Pančevo in der Nähe von Belgrad. Mitglieder der Donauschwaben, eine damalige Kolonie in Jugoslawien, beobachten das Geschehen um die Gescheiterten. Die Stadt war auch Zeuge einer Gedenkfeier für 9 Mitglieder der Volksgruppe, die angeblich von der jugoslawischen Armee beim Rückzug umgebracht wurden. Die deutsche Bevölkerung nahm in großer Anzahl an der Trauerfeier teil. Nachdem 2 Soldaten aus dem Hinterhalt getötet wurden, suchte die Berliner Einheit die Gegend nach bewaffneten Partisanen ab und verurteilte die aufgefundenen Männer wegen Waffenbesitzes. Am 22. April erhängte der Volksdeutsche Hermann Bruhm in Pančevo 20 Widerstandskämpfer vor der Öffentlichkeit. Genau 2 Monate später, am 22. Juni 1941, marschiert die deutsche Armee in die Sowjetunion ein. Friedrich Gierke nimmt an der Operation Barbarossa als Versorgungsoffizier der 23. Infanteriedivision teil. Er nahm eine Kamera und Farbfilme aus dem besetzten Paris mit. Am Abend des ersten Tages erreichte seine Einheit das brennende Dorf Andrejevo. Innerhalb einer Woche fegen die deutschen Truppen über Ostpolen hinweg, das von den Russen 1939 besetzt wurde. Die Rote Armee war offensichtlich nicht auf den Angriff vorbereitet.
Die Russen hatten von strategischen Rückzügen keine besonderen Kenntnisse. Am 29. Juni, nach schweren Kämpfen, erobern die Deutschen die ukrainische Stadt Tschaikana. Harald von Fittinghoff-Reisch dokumentiert diese Szenen für sein Privatarchiv. Ukrainische Frauen warten an den Toren des provisorischen Gefangenenlagers. Sie hoffen, dass ihre Männer bald wieder freikommen. 1200 Soldaten werden hier festgehalten. Hitler betrachtet den Feldzug auch als einen ideologischen Krieg und ordnet an, gefangen genommene russische Offiziere sofort hinzurichten. Aber die meisten Einheiten verweigerten Hitlers Befehl, weil er gegen internationales Kriegsrecht verstößt. Hitler wird den Befehl ein Jahr später annullieren. In der ukrainischen Bevölkerung galten die Deutschen als Befreier von Stalins Unterdrückung. Feldmarschall Walter von Reichenau mit seinem Stab in der Ukraine. Am 27. August 1941 trifft Adolf Hitler den italienischen Diktator Benito Mussolini in Orsk. Der Duce hatte zusätzlich zu den Einheiten, die in Afrika gegen die Alliierten kämpften, auch Soldaten für den Russlandfeldzug zur Verfügung gestellt. Mittagessen mit den Generälen. Die Farbaufnahmen wurden von Hans Baur gemacht. Er war seit 1933 Hitlers Chefpilot. Deshalb konnte er sich mit seiner Kamera in Hitlers Umgebung frei bewegen. Auf dem Flug in die Ukraine sitzt Mussolini mit im Cockpit. Baur ergreift die Gelegenheit und macht Nahaufnahmen. Später berichtete er, dass der Duce steif wie eine ausgestopfte Puppe neben ihm saß. In Uman besuchten Hitler und Mussolini, begleitet von Außenminister Joachim von Ribbentrop, Martin Bormann, Feldmarschall Ronstedt und General Jodl, die Truppen. Die Soldaten begrüßen ihre obersten Befehlshaber mit dem Glauben, dass die Armee noch immer erfolgreich sei. Der erfolgreiche Vorstoß dauerte bis Mitte Oktober. Szenen aus einem brennenden Dorf in der Nähe von Smolensk, gefilmt von Friedrich Gierke. »1941 werden 3.500.000 russische Soldaten von der deutschen Armee als Kriegsgefangene genommen. Viele von ihnen sterben aufgrund von Hunger und Epidemien. Diejenigen, die überlebten, wurden nach Deutschland gebracht, um Zwangsarbeiten zu verrichten. Später wurden sie der Armee als zusätzliche Soldaten angeboten. Im Winter verlangsamte sich der Vormarsch zuerst durch Matsch, dann durch die eisige Kälte und kam in den Vororten von Moskau zum Stillstand.
eine Sportgruppe der Deutschen Arbeiterfront aus Breslau, bei Leibesübungen im Mai 1942. In der Nähe von Künzelsau werden 40 Stadtkinder, deren Eltern in Konzentrationslager deportiert wurden, untergebracht. Die einquartierten Kinder spielen zusammen mit den Deutschen. Die Filmaufnahmen von Rassenforscherin Eva Justin sollten beweisen, dass die Kinder der Sinti und Roma den Deutschen intellektuell unterlegen sind. Sie schlug vor, die nicht-arischen Kinder zu sterilisieren. Im Jahr 1942 reiste ein professionelles Kamerateam nach Warschau, um einen Film über das Ghetto zu drehen. Die Reporter waren offensichtlich vom Propagandaministerium gesandt worden, aber der genaue Grund bleibt unklar. Nach dem Krieg wurden Teile dieses Films als Schwarz-Weiß-Material gefunden. Es liegt nur 3 Jahre zurück, dass eine Rolle mit Farbmaterial in einer russischen Privatsammlung entdeckt wurde. SS-Polizeigeneral Albert, Polizeikommandant in Lodz, bezeichnet die Juden als verantwortlich für die Verbreitung des Typhus und der Meningitis, um die Existenz des Ghettos zu rechtfertigen. Ein komplettes Polizeibataillon bewachte die 4 Eingänge des Ghettos. Zugang und Lieferungen wurden strengstens kontrolliert. 400.000 Menschen leben im Ghetto, zusammengepfercht auf engstem Raum. Jeden Monat sterben viele an Hunger oder Typhus. Propagandafilme hatten ein besonderes Interesse an den vernachlässigten, verhungernden Straßenkindern im Ghetto. Die bettelnden Kinder singen das Ghetto-Lied »Ihr guten Leute, seid gnädig mit uns und werft uns ein Stück Brot zu«. Aber die Erwachsenen haben selbst kaum etwas zu entbehren. Im Sommer 1942 drehte ein Kriegsreporter diese Bilder in Russland. Die deutsche Armee initiierte eine weitere Offensive. Diese ungewöhnlichen Szenen wurden durch den Sehschlitz eines Panzers gemacht. Die Wochenschauen der deutschen Propaganda zeigten nur Truppen, die sich auf dem Vormarsch befanden. Aber der Reporter hatte den Befehl, sämtliche Bewegungen des Militärs aufzunehmen. Am 10. Januar 1943 empfing Hitler den rumänischen Diktator Ion Antonescu in der Wolfschanze, dem Führerhauptquartier. Hitler befürchtete, dass der Zusammenbruch der rumänischen Front Auswirkungen auf den Zustand der eingekreisten 6. Armee in Stalingrad haben könnte und befahl seinen Alliierten, die Nachrichten von diesen Misserfolgen zu zensieren. Die Meldung, dass die 6. Armee seit Wochen in Stalingrad eingeschlossen war,
wird den Deutschen vorenthalten. Am 14. Januar trifft sich Churchill mit Roosevelt in Casablanca. Die Briten wollen die Kampfhandlungen in Afrika fortsetzen und bereiten die Invasion Italiens vor. Die Berater Roosevelts äußern Bedenken, dass Churchill nur die eigenen Interessen im Nahen Osten verfolgen will. Nach 10-tägigen Verhandlungen gibt Roosevelt auf einer Pressekonferenz bekannt, dass nur eine bedingungslose Kapitulation des Gegners akzeptiert wird. Mehr als 100.000 alliierte Soldaten landeten in Nordafrika, um Marokko und Algerien zu besetzen. Der amerikanische Präsident inspiziert Truppen der amerikanischen Streitkräfte. Ein amerikanischer Kameramann filmt diese Szenen für die heimischen Archive. Nach der Niederlage von El Alamein hatte sich Rommels Afrikakorps nach Tunesien zurückgezogen. Der Feldmarschall selbst kehrt aufgrund einer Krankheit nach Deutschland zurück. General Eisenhowers Behauptung, dass Rommel nur abreiste, um seine Haut zu retten, verärgerte die deutschen Truppen. Es wurden Freiwillige hinter die Kampflinien gebracht, um Sabotageakte auszuführen. Mit einer 8mm-Kamera wird hier die Verteidigung der zusätzlichen Truppen aufgenommen. Die tunesischen Männer sind die deutsche Militärdisziplin nicht gewohnt und niemand weiß, was mit dieser Einheit geschah. Vielleicht kamen sie nie zum Einsatz. Im Mai 1943 musste eine in sich zusammengebrochene deutsche Armee in Tunesien ergeben. Szenen von vorrückenden amerikanischen Truppen. Junge Kameramänner aus Hollywood setzten den Siegeszug der Amerikaner wirkungsvoll für die heimischen Wochenschauen in Szene. Am Ende kapitulierten 130.000 deutsche und 120.000 italienische Soldaten. In Tunis werden die deutschen Kriegsgefangenen auf die Thomas Tone verladen. Ein amerikanisches Transportschiff, welches an der Landung in Westafrika teilnahm. Nun transportiert es die besiegten Feinde nach Amerika. Bis zum Ende des Krieges werden sie die Zeit in Kriegsgefangenenlagern verbringen. Am 8. Juni 1943 in der Nähe von Tunis. Amerikanische Kameramänner filmen deutsche Flugzeuge, die von den Deutschen selbst vor ihrer Kapitulation zerstört wurden. Nicht weit davon entfernt, ein deutscher Kriegsfriedhof.